Haben wir inzwischen noch ein Ei gefunden? Nee. Mist. Ja. Ja, gut. Du. Was? Warum? Ah. Warum hast du schon wieder auf die Combat-Shotgun gewechselt? Wie? ZQ. Ah, Q war's. Okay. Die sind noch am Werkeln. Also, Plan ist jetzt, ich suche mir eine kleine Basis raus. Die da zum Beispiel. Die ist auch relativ nah dran. Ich musste nur den Wald da wegsprengen. Oh, oder das da. Das ist noch besser. Da war nämlich eine Königin. Also, ich gehe da hin. Positioniere einen Wagen in der Nähe. Fülle den Wagen auch mit Treibstoff. Mhm. Geht dann einfach ballernd rein. Denke, dass ich genug Schaden mache, um das Gröbste erstmal zu töten. Vor allem auch die Spawner, die kriegen ja so ein bisschen was von dem Streuschuss ab. Dann ziehe ich mich zurück, fahre mit dem Wagen weg und lasse die Türme den Rest erlegen, die hinter mir herläuft. Dann drehe ich wieder um und laufe zurück zur Basis. Also zur feindlichen Basis. Hatte ich hier nicht die Motoren reingelassen? Die sind schon wieder weg. Zurück zur feindlichen Basis und ich muss die Tore wieder aufbauen. Was? Kein Stein. Gib mir bitte Tore. Geh wieder zurück zur Basis, sammle die Alien-Artefakte ein. Tu die Alien-Artefakte hier in die Maschine rein, damit sie Science Packs werden. Und dann habe ich meine Rüstung. Bau denn ganz viele MK2-Schilde und Batterien und was weiß ich da ein. Und dann haut das auch hin. Ja, weil jetzt habe ich keinen Platz für MK2-Schilde und keinen Platz für noch ein Laufding. Hat er mich schon beliefert? Bin ich im Einzugsgebiet? Nein. Da. Gut. So viele langsame Roboter. Komm mal her. Zing. 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 Logistik? Nein. Da. Wie viel habe ich eingefangen? 4. 1, 2, 3, 4. So. Muss ich immer schön zwischendurch machen, sonst werde ich die niemals alle los, die alte Generation. Da ist ein Gate. Bin mir ziemlich sicher, ich hatte mehr. Ein paar blaue Chips. Hab dich. Ah ne, da. Drei Gates, okay. Weil die Gates brauche ich, sonst laufe ich hier hin, hoffe, dass die Türme die meine Feinde erledigen und dann werde ich vor den Toren niedergemetzelt und das finde ich so schön. Also wo ist die Basis? Hier muss ich durch. Warum hast du schon wieder gewechselt? Okay. Ja, stimmt eigentlich. Ich könnte auch ein bisschen davon herstellen. Einfach nur, damit ich Backup habe. Es macht zwar nicht so viel Schaden, aber es macht wenigstens Schaden, wenn das andere alle ist. Also, ich setze mir... Das ist gar kein Fluchtwagen mehr, Gerugon. Denke dran, Gerugon, es ist kein Fluchtwagen mehr. Das Ding ist ein Krückstock, der Panzerwagen. Also, ihr könnt mir Zeit kaufen, ja. Okay, mach mal kaputt. Während ich den Kingbiter jetzt hier gleich töte, spawnt eh schon neu an der Basis. Und er geht schnurstracks auf ihn. Ne, geht er nicht. Auf die Tore zu, dachte ich. Kaputt. So. Aber es geht mit dem Weglaufen. Also vor dem König sowieso, der ist viel zu langsam. Aber auch vor den anderen. Da ist eine Königin. Die Würmer könnten ein Problem sein. Oh, die Reichweite ist super. Oh, oh. Vorsichtig, Kimkon. Vorsichtig. Was ich sagen wollte. Die Reichweite von dem ist super. Und dadurch erwische ich auch Sachen, die recht weit hinten sind mit den Streuschüssen. Jetzt aber erstmal bitte Schild regenerieren. Warum regeneriert das Schild nicht? Weil erst die Lebenspunkte regenerieren müssen. Okay. Ja, mach kaputt. Die Königin kommt auch an, gibt uns dann gleich Forschungspunkte, das ist gut. Weil, also ich hatte vorhin, war ich hier.
Dann habe ich 4 Alien-Artefakte reingeworfen, dann war ich hier. Also ich brauche wohl noch so 20 oder so. Was? Schön herkommen. So. Das wird eingesackt hoffentlich. Der eine Spawner ist kaputt und der andere Spawner ist da oben, macht aber anscheinend keine garstigen Viecher. Das ist gut. Das heißt, ich laufe mal hier hin. So, und ich habe 1,2 Magazine verbraucht. Ist teuer. Aber wir haben Alien-Artefakte. Zwar gar nicht so knapp. 20. Ja, sie stecken wieder. 20 Stück, die ich jetzt in die Maschine stecken kann. Dann kommt da hoffentlich genug raus, damit das alles klappt. Und dann kann ich demnächst auch ein bisschen aggressiver vorgehen. Wobei das mit der Munition immer noch ein riesiges Problem ist. Was ich halt ein bisschen ärgerlich finde. Aber gut. Dann kann ich alles haben. Du mach bitte daraus auch noch welche. Und mit alles haben meine ich, dass man später in so einem Zustand ist, dass man wirklich durchgehend schießen könnte mit der besten Munition, der besten Waffe, ohne jeweils irgendwelche Probleme zu haben. Das scheint halt so nicht zu klappen. Du, da. Aber, wenn etwas nicht klappt, macht man was? Man passt sich an. Oh nein, das war zu viel. So. Okay, das klappt hoffentlich. Kann ich jetzt zu einem Wasserloch? Wo ist hier? Das sind auch alte Construction Bots, die kann ich auch mal nehmen. 1, 2. Ein davon. Raus mit euch. Oh, da sind langsame. Zack, 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 zack. Wenn ich hinterherlaufen kann, sind sie langsamer. Oh. Die zu erwischen zwischen den Kisten hier ist gar nicht so leicht. So, wie viel habe ich? 15. Sehr schön. So, 15. Gut. Langsam, langsam, langsam. Das wird jetzt weiterhin unsere Stromrechnung hochtreiben. Aber es würde dafür sorgen, dass alles schneller läuft. Wobei, es muss gar nicht schneller laufen, solange alle Roboter beschäftigt sind. Aber trotzdem wäre es schön, das einheitlich zu haben. Also nochmal 8. So, die können wir schon freilassen. Swish. Stopp. Halt. Auch wenn du mich füttern willst, du bist zu langsam für diese Welt. Ich noch ganz schön viel. Oh, Schuss. Okay. Ich sollte gleich mal gucken, ob nicht vielleicht doch noch genug für den nächsten Polished über ist. Dann könnte ich mir gleich die nächste Basis vornehmen. Also die da vielleicht. Wobei, es ist gerade gut, wenn sie sehr nah dran sind. Die sollte ich eigentlich leben lassen, damit sie durchgehend Viecher zu mir schicken. Ja, ja. Oh, wollte ich hier nicht eigentlich grüne Chips herstellen? War was, oder? Shift rechts, Shift links. Ich brauche aber noch eine ganz schnelle Fabrik. Und ich wollte auch noch hier irgendwo eine vierte Eisenschmelze hin tun. Nämlich dich. Ja, so viel zu tun. Du weg. Da. Du hättest gerne das Zeug. Und das war's. Achso, und Module hättest du noch gerne. Ja, ja, ja. Alles schön und tun versehen. Ist alles gut. Alles gut, alles gut. Was sagt unser Vorrat? Ich sehe 3400 Eisenplatten. Das ist sehr schön. Ich sehe allerdings immer noch 40.000. Oh, Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass das Erz nicht mehr sauber gemacht wird.
Also nicht mehr so viel. Bei weitem nicht so viel. Sonst haben wir irgendwann ganz, 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 ganz viel sauberes Erz, was wir nur einschmelzen können. Und schmelzen brauchen wir das nicht. Sondern beim Eisen. Wir haben 40.000 sauberes Eisen. Das können wir nicht mehr einschmelzen. Wenn ich kann es ja mal testen. Ich hätte gern sauberes Eisen irgendwo. Das müsste ich dann wohl hier rausklauen. Richtig? Clean Iron Ore. Ja. Komm her. Ich glaube, das klappt ja nämlich nicht. Du raus, du. Oh, es geht doch. Okay, dann ist es kein Problem. Das ist zwar Energieverschwendung, aber es ist kein Problem. Trotzdem könnte ich mal die... ja. Weg. 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 Das macht jetzt nur noch einer von euch. Altlasten auf 40. Sehr gut. Das war ein Jackpot. Gib mir ganz viele blaue Module. So. Schön, schön. Was noch? Die Fabrik muss ich noch setzen für die grüne Chip-Fabrik. Hinkt das da immer noch hinterher? Nö, jetzt gerade nicht. Es muss nur gerade ein Engpass gewesen sein, wo ich geguckt hatte. Aber trotzdem kann es nicht schaden, noch eine Fabrik zu haben, die grüne Chips herstellt. Wir werden sie ja begrenzen, das ist dann alles gut. Verbraucht also auch nicht unnötig Ressourcen, sobald die Kiste voll ist. Muss halt noch trinken, sie zu beschränken. Das hier muss auch bald noch weg. Ja, ich denke, so die nächsten Sachen, die anliegen, sind regelmäßig die Akkus erweitern, bis das klappt. Den Water Begone hier und hier machen. Den inneren Ring dementsprechend anpassen. Vielleicht ein bisschen ausbauen. Und die Lasertürme. Die kann ich jetzt ja auch bauen. Polished Rubies habe ich jetzt. Ich bräuchte nur vorher Silver Ruby Dinger. Da. Und ich sollte dementsprechend dann auch die besseren Lasertürme bauen. Also erforschen und dann bauen. Das wären dann die da. Brauchen auch keine lila Science Packs. Das ist super. Und da, Topaz. 80 Gunmetal Alloy, 20 Tungsten Gear für einen einzigen Turm. Der muss so dermaßen gut sein, dass er im Alleingang King weiter töten kann. Wenn nicht, ist es sinnlos, weil ich kann ja auch so arbeiten. Das ist noch ein bisschen irritierend. Also ich denke nicht, dass ich die bauen werde. Aber Ruby Tower... Ne, Saphir Tower sind eigentlich die besten. Weil ich benutze Smaragd, also das Grüne, primär für meine Angriffe, weil es am meisten Schaden macht. Ich könnte dann die Roten benutzen für die Türme, aber die Türme werden nicht sehr stark sein, weil die Reihenfolge ist halt Rot, Blau, Grün, Orange. Piu. Ja. Das heißt, ich würde dann die... Was? Rot... Blau, Grün, Orange, ja. Das heißt, ich würde dann die Blauen benutzen für die Türme. Die kann ich jetzt noch nicht bauen. Aber mit der nächsten Deckstufe müsste das gehen. Ja, klingt gut. Was wollte ich hier? Warum sind da 400 Science Packs drin und die werden nicht genutzt? Das gucke ich als nächstes. Jetzt wollte ich grüne Chips, genau. Grüne Chips. Da, und beschränken. Nee, ich beschränke es einfach nur auf die volle Kiste. Das ist auch eine Beschränkung. Grüne Chips. Und... Oh. Erst machst du keine... Achso, da sollte das hin. Ja gut. Du hast nicht genug Module. Und ich habe nicht genug Module. Produktivität 7er Module. Das heißt, wir müssen das Ding hier hinten wieder anschmeißen. So. Gib mir die mal her. Nichts wird zerstört, alles ist gut. Du setzt den da hin, setz mal eine Fabrik einfach da hin, damit es so leer aussieht. Und du stellst jetzt bitte grün her und kriegst ganz schnell die Module. So. Das dürfte jetzt definitiv dafür sorgen, dass wir immer genug grüne haben, immer genug rote. Blaue sind gerade von 6000 oder was runtergefallen auf 700. Das ist ganz schön wenig. Aber das ist halt, weil ich so viel umgebaut habe selber. Oder noch immer noch umbauen werde.
Hier ist natürlich neue blaue Chips bekommen. Was? Ich wollte ja. Ja, haben. Ja, sehr schön. Alles Neue. Alt. Ja, jetzt ist mal wieder Zeit zum Abspeichern und wir sehen uns dann gleich wieder.